Direkt aus dem OP jetzt die Augenlidstraffung in der Planungsphase. Die Augenlidstraffung oder die Oberlidstraffung wird bei uns in verschiedenen Techniken ausgeführt. Eine der Techniken wäre die Lupenbrillentechnik. Natürlich gehen wir noch feiner und in der Mikroskoptechnik das Ganze. Und diese Besonderheiten machen, glaube ich, auch die Feinheit der Narbe am Ende aus, die dann kaum sichtbar ist. Dafür haben wir ja schon einige Beispiele gezeigt, wie fein eine Narbe bei uns sein kann, wenn man die entsprechende Technik anwendet. Und die Patientin hat das ebenfalls gesehen und möchte diese Technik bei sich angewandt haben. Hierzu ist eine sorgfältige und genaue Planung notwendig. Die verläuft in der OP noch einmal. Hier eine zu groben Orientierung, was hier entfernt werden muss und in welcher Region. Das gehört zu der regulären OP-Planung dazu.